Ah, ich bin völlig hinterhergerissen, was ich jetzt wegschmeiße. Zweimal wilder Honig, aber dafür dann einmal royales Gelee. Was das seltenste nämlich ist, das wir hier finden können. Bei Häusern. Royales Gelee, der König des Gelees, bis man die Königin trifft. Art Slime-Wissenschaftsmaterial, bevorzugt von niemandem, denn es ist keine Slime-Nahrung. Royales Gelee ist eine seltene Ressource, wie gesagt, die man beim Einsatz von Bienenhäusern findet. Das royale Gelee, das man in den Bienenstöcken auf der fernen Weite findet, ist etwas Besonderes, da es unnatürlich süß ist im Vergleich zu anderen Arten. Wird angenommen, dass dies das Ergebnis davon ist, dass die Bienen kleine Mengen Slime von Honigslime sammeln und sie bei der Mischung des royalen Gelees verarbeiten. Ein Rancher, der das Glück hat, etwas davon zu ergattern, wird feststellen, dass seine einzigartigen Eigenschaften bei den Unternehmungen in der Slime-Wissenschaft sehr wertvoll sind. Interessant. Wenn es mir nicht so egal wäre. Nein, ist natürlich wirklich interessant. Moment, ich bleib mal hier oben. Haben wir nicht den anderen Gordo gefunden? Hier war doch dieses feindliche Gebiet, wenn ich es mal so nennen darf. Ja, das ist die Insel, aber hier war doch dieses feindliche Gebiet, wo wir so viele Jäger-Lajos hatten. War da auch ein Gordo bei? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr. Aber da können wir auf jeden Fall mal suchen. Da sammle ich hier nochmal alles an Hühnern ein. Wieder unterirdisch was, aber ich glaube, das führt nirgendwo hin. Also unterirdisch im Sinne von dem Wasser ist wieder was, aber macht wahrscheinlich nichts Interessantes für uns. Ich höre noch ganz viele Hühner hier. Wie sind die da hingekommen? Und sollen sie da sein, ist die andere Frage. Na gut, wir lassen sie mal da leben, denn ich glaube, da hinzukommen ist gefährlicher, als es aussieht. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall einiges an Hühnern und so einem Kram gesammelt. Kisten knacken für Anfänger, mein Gott. Dann nehme ich nochmal ein bisschen mit, zack. Das andere zack. Danke. Wasser sammeln für Anfänger. So, und irgendwie konnten wir doch da hoch, oder war das nicht so? Dadurch auf dieses gefährliche Areal. Wir hatten noch einen anderen Weg. Moment, ich schau nochmal. Ich glaube hier oben... Ne, einen weiter. Genau, hier ging es runter. So was, ich dachte, wir müssen fliegen, aber es ging direkt runter. Hier müssen wir fliegen. Und das hatten wir schon gelesen. Ab hier wird es dann knifflig, weil hier alle böse sind. Alle Slimes. Ja, ungefähr so. Wow, sorry. Etwas reingefallen. Was denn das war? So, Frage jetzt halt entsprechend. Werden wir sterben? Soll ich die Frage nicht stellen wollte. Frage entsprechend, ist hier irgendwo ein Lajo versteckt? Ein Gordo versteckt, verdammte Axt. Lajo, Gordo, Speicher. Das sieht verdächtig aus, aber ich glaube, das war das, was uns dann nur auf so eine Art Aussichtspunkt führte, mit dem wir seinerzeit verfolgt worden sind von bösen Lajos. Meine ich Lajos? Also, böse Honig-Jäger-Slime sehen echt cool aus. Irgendwie vergoldet. Oh, oh mein Gott! Ja, das war wohl der Herzinfarkt meines Lebens. Mal wieder. Und ich fürchte, wir müssen hier drüber und ich habe keine Stamina. Also laufe ich jetzt im Kreis und versuche nicht drauf zu gehen. Bis die Stamina sich aufgefüllt hat. Aua. Übrigens. Und wir jetzt hier rüberfliegen. Aber ich fürchte, das andere Ende hier. Wir haben keinen Gordo gefunden. Was für uns leider bedeutet. Keine Ahnung, wo wir einen Gordo finden können. Sorry. Ja, ich würde trotzdem gerne die Tür aufbekommen. Das heißt, wir müssen irgendwo anders dann halt einen finden. Hallo. Hier sind sie alle lieb. Hier ist trotzdem kein Gordo, oder? Hier geht es so hoch, als wäre hier noch was. Da ist dann wieder zurück. Oh, ja. Ach ja, das war der andere Weg, wie man hinkommen konnte. Genau, ich erinnere mich. Auch kein Gordo. Mist, die Mist. Okay. Ich glaube, ich habe trotzdem noch eine weitere Idee, immerhin. Da können wir noch suchen. Genau hier in den Ruinen zu suchen, denn hier haben wir 0 von 2 Schlüsseln. Das heißt, hier müssen irgendwo, auch wenn wir hier nie wieder rausfinden werden, irgendwo auch noch Gordos versteckt sein.
Also ich laufe jetzt mal planlos durch die Gegend und hoffe, dass wir was finden. Haben wir das gelesen? Doch, haben wir, glaube ich, bevor wir die erste Basen-Zitrone geerntet haben, hatten wir das schon vorgelesen, also muss ich nicht weiter vorlesen. Wer es nochmal lesen möchte, macht es gerne, wenn ich mir Wasser einschenke. Moment. Klingt ein bisschen dämlich, aber ich freue mich drauf, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich muss aufs Klo. Kommt davon, wenn man so viel trinkt, dann nebenher. So. Was haben wir denn da unten? Wow, außer wahrscheinlich den sicheren Tod. Ja, noch mehr sicherer Tod anscheinend. Schön, wie schön. Aha. Oh. Okay. Komisch. Wieder Art von komisch. Ich muss mir abgewöhnen, andauernd irgendwo runterzufallen. Da unten ist ein grüner Treasure Pot, den muss ich öffnen. Muss, okay. Saftiger Grasflecken. Hm. Dann nie mehr aus der Jeans raus, die saftigen Grasflecken. Apropos nie wieder rausbekommen. Komme ich hier jemals wieder raus? Ja, hey. Könnte schon wieder Festland zu sein. Und Steinhühner, ne? Die kann ich nicht sammeln, leider gerade. Ah, genau, den hatten wir doch schon mal gesehen. Das ist der Knallgordo. Ich glaube, da müssen wir hinfliegen, oder? Ne, hier. Fliegen trotzdem mal. Jo. Okay. Hallo. Ich glaube, wir haben zu wenig Hühner für den. Na klar, der wackelt nicht mal. Also er glibbert, aber er zappelt nicht mal. Wir brauchen also definitiv noch ein paar mehr Hühner. Aber zum Glück haben wir hier auch welche. War keine Gestrüpphühner, die er am liebsten mögen würde. Aber normale. Und wir hatten doch hier eben irgendwo auch noch ein paar. Hier, glaube ich. Ja, hier. Steinhühner. Zwei, drei. Mehr wurden sie aufgefressen, ne? Oder sind in den Selbstmord. Das kann natürlich auch sein. Also haben Selbstmord begangen, sind in den sicheren Tod gesprungen. Haben den Freitod gewählt, was auch immer. Ich schwebe mal lieber nicht durch den Wasserfall, sonst drückt er uns noch runter und dann sind wir tot oder so. Das ist halt so etwas der Kategorie, kann man machen, muss man aber nicht. Von daher würde ich da jetzt erstmal von abraten für den Moment von Herrn. Er zittert immer noch nicht, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich zittern würde, wüsste ich, okay, ich muss jetzt noch irgendwie so 10 Stück mal eben holen, dann hat sich die Sache. Jetzt weiß ich aber nicht, sind es noch 11? Oder sind es noch 23 oder sind es noch 8050? Ja, nicht 58.000, sondern 8050. Ist eine neue Zahl, okay? Gibt's jetzt. So. Bevor du aufgefressen wirst, bevor du aufgefressen wirst. Schnell. Weg damit. Als ob ich den gleich wiederfinde, den Gordo. Mist, 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 Mist übrigens. Hühner. Ja. Klingt schon wie Bob. Nicht Bob Barker übrigens. Ah, okay, okay, okay. Eingang der Ruinen. Ist ganz gut, dass ich hier bin. Ich hätte auf die Karte gucken können und hätte es gesehen. Es ist dämlich, dass ich hier bin. Nee. Da oben ist der Eingang. Genau, doch, dann ist es doch richtig. Ich dachte, ich hätte den falschen Eingang offen. Hier komme ich ja direkt beim Nest von Gestrüpphühnern, das hier oben auf diesem Berg wohnt. Wie das von dem Nest noch übrig ist, sei mal dahingestellt. So, und 7 Gestrüpphühner sind ja quasi 14 normale Hühner umgerechnet. Für unseren. Ich dachte gerade, ich hätte Kokodubas gesehen. Ich. Echt wahnsinnig. Absoluten Kokoduba-Fieber hier. War natürlich nur Einbildung. So. Jetzt sollte es eigentlich ja schon reichen, dann, was wir hier produzieren. Denn oben bleiben. Bin ich eben von hier gekommen? Ah ja. Let's stay on top of things. Stamina könnte dabei helfen. Und dann gehen wir mal zurück. Ich hoffe, ich finde ihn wieder.
Das war einfacher als erwartet. Dann fliegen wir hier mal rüber. Komm, fangen mit einer leichten Mahlzeit an. Er zittert, das gefällt mir. Und jetzt hasse ich gerade wieder alles. Braucht wahrscheinlich noch exakt ein Huhn, oder? Ich wette mit euch, der braucht exakt ein Huhn gerade und lacht sich innerlich kaputt über uns, dass wir ihm einfach exakt ein Huhn zu wenig gebracht haben. Na, der wird sich noch dran. Oder ich mich. Und schon, Hühnernest. Von Hühner. Eins. Such jetzt mehrere. Hol euch dann zurück und dann braucht ihr wirklich nur noch eins, wetten. Oder ich gehe jetzt mit einem hin, dann braucht ihr noch zwei. So. Da er schon am Zittern ist und das eine ganze Weile ja umgerechnet, würde ich sagen, dass das jetzt zu reichen hat. Okay. Das hat jetzt definitiv zu. Okay. Das hat jetzt definitiv zu reichen. Ich gucke jetzt gar nicht auf der anderen Seite, ob da auch noch ein Nest ist. Okay, Weg zu. Zurückfinden. Ich weiß aber noch eins. Glaube ich zumindest. Ich weiß, dass ich glaube, dass er noch. Diesmal habe ich leider wirklich die Orientierung. Ich hätte schon können, dass ich in die Richtung hier durch die Wand muss. Das kann es schon mal nicht sein. Verdammt. Ach, der ist ja markiert. Stimmt ja. Und wir hätten ihn jetzt eh gefunden. Okay. Sobald ich ihn jetzt übrigens gemästet habe, also sobald er platzt, werde ich wahrscheinlich auch wieder neue Hühner in dem Spawn sehen. Er braucht wirklich noch eins. Einfach aus Protest schmeiße ich hier alles andere jetzt weg. Hallo Schlüssel. Hallo Explosion. Lasst es euch schmecken, ihr Penner, ganz ehrlich. Oh, ein Felsleim zwischen. Und die Hühner nehme ich da doch wieder mit. Können wir anderweitig verfüttern. Normalen können wir nicht. Ach, ich habe keine Lust, alle mitzuschleppen. Nö, sehe ich nicht ein. So, jetzt gehe ich hier wieder hoch und suche einen Weg nach Hause. Hause ist auch doof eigentlich. Wobei, ich würde das royale Gelee eigentlich gerne ablegen, bevor wir mit dem Schlüssel was anfangen. Wie gehen wir nach Hause? In die Richtung. Let's try to stay on top of things. Vielleicht können wir auf die Art und Weise nämlich hier auch raus. Hm. Oben ist zu, da kommen wir nicht her. Ja genau, hinten wollten wir rüber. Ja, schaffen wir das von hier? Ich glaube, das hatte ich mich schon mal gefragt und dann klappte es, ne? Ja, das passt locker. Wie war das mit Herzinfarkt meines Lebens? Da nehme ich dann aber auch immer, wenn ich denke, ach, das klappt jetzt, dann mache ich irgendeinen Bullshit. Dafür sorgt, dass es nochmal fast schief geht. Machst du jetzt absichtlich, ne? Um das Let's Play spannend zu halten. Ein sehr spannendes Spiel, das merkt man auch an der actiongeladenen Musik. In diesem Spiel geht es einfach nur um Spannung. Spannungsgeladene Cutscenes vor allem auch. Und ganz ehrlich, die Synchronsprecher, die Leistung, Respekt. Muss man echt sagen, Respekt. Nein. Bei allem Spaß, ich feiere das Spiel wirklich. Ach, das war ein. Eifarbige quasi, deshalb war das Pink. Cool. Ich feiere das Spiel tatsächlich, also es ist echt mega nice gemacht und von daher ne, Spaß beiseite, es ist wirklich ein ziemlich cooles Spiel, das halt einfach für alle Altersgruppen, finde ich, auch geeignet ist, weil es einfach diese Niedlichkeit, mit der es aufwartet, ja, einfach mega cool ist und ja, auch eben Kinder anspricht, während es aber gleichzeitig auch eine gewisse Komplexität aufweist, sodass man sich auch ein bisschen anstrengen muss, ein bisschen rätseln muss, je nachdem, und einiges auch einfach ausprobieren muss. Dementsprechend auch in dem Sinne für ältere Altersgruppen geeignet. Die Deluxe-Aufrüstung haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben eine größere Ernte als normalerweise. Okay, das ist schon mal gut. Ich sehe schon. Ich verstehe schon. Ich sehe schon und ich verstehe schon. Wir können jetzt also unser gesamtes Geld dafür ausgeben, noch mehr Früchte zu bekommen. Das ist an manchen Stellen gar nicht schlecht. Zum Beispiel bei den Silberwurzeln nehme ich das Angebot sehr gerne an.
Ob ich das jetzt unbedingt bei den Waderbeeren und bei den Erzrüben so regelmäßig brauche, ist jetzt dann eine andere Frage. Hier nehmen wir es, wie gesagt, auf jeden Fall gerne. Bei den Phasenzitronen kann ich es gar nicht erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen. Oh. Stimmt, das Ding gibt es ja auch noch. Schubst sie zur Seite, Ding. Hier auf jeden Fall die Deluxe-Aufrüstung dazu. Noch zwei kleine Bäume, die wahrscheinlich wesentlich weniger Früchte tragen werden. Aber jede Frucht zählt ja schließlich, denn wir wollen unsere Quantenslimes permanent satt halten. Damit sie uns nicht ausbüchsen und, naja, irgendetwas kaputt machen oder so. Man weiß ja nie. Apropos nicht ausbüchsen und irgendwas kaputt machen. Ja. Hat ja wieder mal super geklappt. Oder? Es sind jetzt alle wieder drin? Aber ja, ne? Ja, alle drei sind wieder drin. Oh. Sehen, was wir bekommen. Ich glaube, Material so vom Geräusch her. Ein Starter-Kit hier für die, ja, na, Starter-Kit anscheinend für das Forschungssystem. Denn das können wir quasi hier dann freischalten, sobald wir das auch... Ich sehe doch da oben, dass da einer rumhüpft. Oder ist das jetzt ein Klon? Aber garantiert auch der echte Ball. Ich hab die Krätze, ne? Du bist der echte, okay. Kann ich ja gar nicht einsaugen. Ah! Okay. 5-mal Tiefensohle. Ein seltsamer Diamant, 3 Hexerwaben und ein royales Gelee in den Raffinerie. Kack. Muss er jetzt hin? Ach nö. Kann doch nur schief. Doch gerade nicht hier. Du bist echt. Echt. So, für diejenigen von euch, die immer noch ausbrechen wollen. Halle friggin' Luja, das ist ja echt eine Katastrophe mit den Dingen. Gut, dass wir hier bald mehr Ernte haben. Hier brauchen wir gar nicht wirklich mehr Ernte, aber gut. Kaufen mal. Andert Geld, ne? Die drei werde ich wieder. Gut. Wenn man es Ernten nennen darf. So, Minzmangos. Da fehlt eine. Stimmt, fehlt da eine. Das ist mir leider so egal. So, Slime-Fossile brauchten wir, glaube ich, auch noch ein paar. Daher bin ich ganz glücklich, dass wir die gefunden haben. Ah. Bin ich ganz glücklich, dass wir die gefunden haben. Ich habe auch neue Sachen hier freigeschaltet, die wir noch kaufen müssen. Butterkaramellfarbener Teleporter, natürlich. Wir haben kein Geld. Raffinerieverbindung, die können wir uns noch leisten. Quasi wie die Marktverbindung, von der ich ja auch schon eben erzählt habe, wird für die Raffinerie, also dass wir es direkt hier zur Forschung bringen können. Finde ich auch praktisch. Wir kaufen das mal. Wir haben gerade das Geld. Bin ich eigentlich soweit zufrieden, abgesehen davon, dass ich gerne noch ein Garten Deluxe Upgrade bla kack installieren würde hinten bei den Peaks Birnen. Dafür müsste ich allerdings erstmal ein bisschen Geld haben. Hab ich blau gemacht gerade, ne? Was können wir denn verkaufen? Preise gehen alle runter. Ich bin so stolz, das behaupten zu können, dass alles scheiße ist. Haben wir Phosphorplots? Ich glaube nicht, ne? Die haben wir jetzt seit Folgen, also wirklich seit so 10 Folgen oder so, nicht mehr produziert. Weil welche haben so 30 Stück, das wäre natürlich der Hammer. Achso, wir haben ja auch das Botten-Upgrade gekauft, fällt mir jetzt gerade auf, durch den 7-Sea-Club. Ne? Haben wir jetzt hier auch ein bisschen schönere Umgebung nochmal. Und nope, sind nicht genug. Kaufe ich auch gar nicht. Ja, 46 ist eigentlich ein akzeptabler Preis für die hier. Komm, ganz ehrlich, wir verkaufen jetzt mal eben einfach mal nochmal so 30 oder was auch immer. So viel wir halt hier gerade haben an Kristallplots. Ja, ich weiß, ich bin da durchgelaufen, bin selber schuld. Aber von dem Haus ist irgendwie echt auf eine schrille, gruselige Art und Weise cool. So, und dann gehen wir doch mal schauen, was es so auf sich hat mit unserem Pier.
den guten alten Pierre, ob da noch irgendwie alles steht oder ob inzwischen alles abgeräumt worden ist, weil irgendwann sich wert hat, dass er jetzt 2 Minuten nicht gefüttert wurde oder so. Keine Tornados, ausgewachsene Hühner. Bin stolz auf meine Jungs und Mädels hier unten. Ja, bevor sich das jetzt ändert und ich meine Meinung auch ändern muss, direkt schon mal die Peaksbieren hier rein, wobei wir haben anscheinend noch einen guten Vorrat. Hier macht die alle aggressiv. Ich glaube, der Radius ist klein genug, dass es nicht unbedingt viel ausmacht. Auf Rüstung, hier glaube ich besonders wichtig. Und selbst hier geht der Pollen noch runter. Ja, deshalb haben wir jetzt hier auch wieder einen Wirbelsturm und jawoll. Da eskaliert auch wieder alles. Das ist unfassbar. Oh, die werden aber da wieder abgesetzt, gerade netterweise. Nö, nicht noch einer. Das ist ein Lajo, oder? Ein Rank Derwitch Lajo. Ich sehe es nicht ein. Ich. Ganz ehrlich, soll sich ein zukünftiges Ich von mir drum schlagen. Mit rumschlagen, so. Rumschlagen gerne auch. Kann sich mit irgendwem drum prügeln. Wer sich darum kümmern muss. Oh Gott, oh Gott. Oh, bin ich müde von diesem Tag. Ranch-Tag hier. Anstrengender Tag auf der Farm. Quatsch, alles gut. Ich glaube, das letzte Mal, wenn wir eine Folge beendet haben, war es tatsächlich meistens dunkel. Also eine Aufnahme meine ich natürlich. Vom Ausblick hier hat sich seit dem letzten Mal nicht so viel geändert. Wir haben immer noch Blau als Standardfarbe, aber wir können sagen und stolz sein, es hat sich doch etwas verändert. Wir haben zum Beispiel das pinke Warp-Depot. Hier sieht man auch etwas versteckt das blaue Warp-Depot. Wir haben Spielzeugkiste da hinten. Unser Backpack sieht anders aus und unser Haus ist schön schrill. Dazu haben wir hier die Upgrades, die Deluxe-Upgrades für die Gärten. Sieht hier schön bei den beiden. Wir haben da hinten statt der Pink Slimes jetzt die Silberwurzeln oder wie sie heißen. Silberwurzeln, ne? Aber irgendwie so. Angepflanzt. Und das leerstehende Gehege endlich gefüllt, nämlich mit Mosaik-Slimes, die da auch sehr glücklich sind und zwischendurch einfach mal ein paar Feuerstürme hervorrufen, wie man das halt so macht als Mosaik-Slime. Jetzt haben wir eine neue Ranch-Exchange-Quest quasi, um die wir uns das nächste Mal kümmern. Wenn wir wieder hier einschalten auf der Riku Nested Ranch, bis dahin freue ich mich einfach erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch allen einen guten Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, natürlich auch je nachdem, wie viel Uhr wir haben, wenn ihr euch das hier gerade anguckt. Freue mich, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Jules. Hey, nochmal, Leute. Dankeschön fürs Ansehen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Twitter findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr Bock habt, euch die gesamte Playlist von diesem Let's Play anzuschauen, dann klickt einfach aufs Bild. Da ist sie verlinkt. Da kann gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Jules.